Und im Netz haben sich in den vergangenen Wochen und zuletzt die Kollegen von Spiegel Online gefragt, wie sich ganz verschiedene Daten in Sound übertragen anhören. Und vielleicht war es auch ein Zufallsfund in Wirklichkeit, denn das Open-Source-Soundbearbeitungsprogramm Audacity, das kann wirklich jedes Datenformat sich einverleiben und in Klang übersetzen. Das geht so, dass man da den Raw-Import wählt und dann macht Audacity ganz zwanghaft aus allen möglichen Nullen und Einsen und Hieroglyphen Sound. Und jetzt noch was, was viele von uns benutzen. Das klingt ja schon fast nach Musik. Also fast. Ja, mindestens wie so ein futuristischer, unheimlicher Soundtrack. Das ist die Browser-Software von Firefox, also eine ausführbare Datei, die Exe in Audacity importiert.